Und moin und willkommen zu meinem neuen Video von mir. Ich denke, ihr könnt das schon ahnen. Weiter nach dem Intro. Das ist von DJI, das Mic 2. Das Mic 1 oder das Mic habe ich nicht mitbekommen. Ich benutze ja sonst das von Rode. Aber das hat mich jetzt mal überzeugt oder will mich überzeugen. Und dann werden wir das mal gemeinsam ausprobieren. Und erstmal stelle ich euch das Produkt genau vor. Das gibt es auch in verschiedenen Varianten. Da gibt es auch einen Ladecase dazu. Und denn man kann auch gewisse Geräte auch einzeln kaufen und sind per Bluetooth auch anzuschließen. Also ich muss dann auch den Empfänger zum Beispiel nicht benutzen. Und es gibt auch hier eine aktive Geräuschunterdrückung, so dass denn die Sprache, also ich sag mal, ich bin jetzt an der Straße, an der Bundesstraße oder ähnlichem, und denn, dass man meine Stimme hört. Und man kann an den Empfänger auf zwei Sender ranpacken. Das finde ich auch sehr gut. Und Preis-Leistungs-Verhältnis gar nicht mal so schlecht. Aber wir gucken erstmal rein, was hier so alles drin ist. Ich werde darüber auch einen zweiten Teil machen. Zwecks Entfernung. Ja, hier ist ein Aufkleber dabei, hier ist der Quick Start Guide dabei. Aber das brauchen wir alles gar nicht. Wir gucken uns das mal an. Ja, ist auf jeden Fall schon mal in einer Tasche. Wo können wir das hier aufreißen? Ja. So, ich habe das schon mal ausgerissen. So, auch uninteressant. Also es fühlt sich schon mal wertig an, wie alle DJI-Produkte. Mal mehr, mal weniger. Also ich glaube, das ist Meckern auf hohem Niveau. Aber finde ich schon mal schön. Fühlt sich echt gut an. Das machen wir auch nicht. Dann fangen wir erstmal hier an, was hier so Schönes drin ist. Hier sieht man schon, sind Zubehör. Hier sind auch verschiedene Adapter drin. Klinke, Klinke. Das ist dann auf USB-C. Hier ist USB-C, USB-C und ein USB-A. Und ein, nee, völlig vergessen, den Lightning. Aber ich habe ja zum Glück ein iPhone 15 Pro Max. Da brauche ich den gar nicht. In dem Sender, also sprich in dem Mikrofon, sind auch 8 GB Speicher verbaut, dass man auch Audioaufnahmen speichern kann. Entweder als Zweitstimme oder wenn Abbruch ist zwischen Sender und Empfänger, dass man das Gesprochene behält. Ja, hier haben wir für, das ist der Sender, auch mit dem Magneten schön verbaut. Also der ist richtig fest, also ich muss hier richtig dran ziehen. Und dann kann man das, also der ist nicht richtig schwer, aber man spürt, man, doch, das fühlt man. Und hört, klickt sich schön an, hat ja auch ein OLED-Display. Hier ist der USB-Anschluss, hier ist auch eine Krone zum Drehen, Druckknöpfe an, aus. Hier kann man ein Lavalier-Mikrofon anschließen. Kann man das von, das sind die Anschlüsse oder die Kontakte, wenn man das in einen Ladecase macht. Das kann man auch separat kaufen. Diesen kann man auch in weiß kaufen. Und auch separat. Ich glaube, es liegt so bei 60, 70 Euro. Da bin ich jetzt etwas überfragt. Das ist der Empfänger. Und dann, das ist hier zum Anschließen an eine Kamera oder Videokamera. Hier ist USB-Anschluss zum Laden. Hier ist wieder für das Ladecase. Hier kann man den Kopfhörer anschließen. Das heißt, das, was ich spreche, kann ich gleichzeitig auch hören. Und hier ist der Ausgang. Ja, hier ist an, aus. Und hier ist auch schon ein schönes Rädchen. Mal gucken. Ich hoffe, da ist ein bisschen
Backbone drauf. Dann werde ich das mal ein bisschen laden und dann gucken wir uns das weiter an. Die sind jetzt geladen. Ich drücke jetzt mal auf den Power-Knopf. Dann seht ihr auch das DJI-Logo und Akkustand vom Empfänger. Ich mache jetzt noch den Sender an. Die LED blinkt grün oder leuchtet grün. Gibt eine Vibration, finde ich sehr gut. Und dann seht ihr beide Akkustände und den Pegel. Weil das Mikrofon ist ja an. Finde ich persönlich sehr gut. Und das Schöne daran ist, ihr könnt es mit zwei Mikrofonen, also mit zwei Sendern machen. Also gut geeignet für Podcasts oder ähnlichen, wofür es, oder zum Beispiel eine. Und dann gibt es ja hier auch diese Kontakte. Na, komm mal her. Wer zum Beispiel noch ein iPhone hat mit Lightning-Anschluss und für USB-C-Geräte. Also sprich den iPad Mini der 6. Generation oder dem iPhone 15. Und das ist ganz einfach. Einmal hier unten diese Klappe entriegeln. Das ist wie, glaube ich, bei der von DJI, diese Pocket. Und dann hier schön reinschieben, arretieren. Das klickt dann einmal. Und dann seht ihr auch bestätigen. Und dann könnt ihr das zum Beispiel. Ihr müsst darauf achten, ob die Hülle, die Schutzhülle auch beim iPhone zu dick ist. Wenn die zu dick ist, dann müsst ihr die Hülle leider wegnehmen. Aber es funktioniert. Und dann könnt ihr es hier ganz normal anschließen. Das funktioniert. Und dann sieht man hier Zubehör verbunden. Geht wunderbar. Ich habe das schon ausprobiert. Man kann das auch mit Bluetooth aktivieren oder nutzen. Aber die Verbindung ist dann nicht ganz so schön. Wie gesagt, ob jetzt hier ein Samsung-Handy oder ein iPhone kann man schön nutzen. Mit der GoPro müsst ihr den Media-Mod benutzen. Denn mit dem Bluetooth seht ihr es zwar, aber ihr könnt es leider nicht verbinden. Ich habe es ausprobiert. Ich war fast einen Tag nur damit beschäftigt, das Ding mit der GoPro zu verbinden. Funktioniert leider nicht. Also mir nicht bekannt. Hier habe ich auch schon neue Firmware drauf. Hier auch. Das müsst ihr über einen PC machen oder ein iMac oder ein MacBook. Dann zieht ihr die Datei runter, schließt die an, ganz mal mit dem USB-C-Kabel. Und dann müsst ihr die Datei rüberschieben und dann steht dann hier Firmware weg, jetzt aktualisiert. Wie gesagt, macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Und dann will ich noch ein zweites Video machen, zwecks Entfernung, wie sich das anhört und auch nur eine reine Audiodatei, die ich dann speichere. Und wie schön das ist, wenn man mit 32 Bit aufnehmen kann. Das soll es hier gewesen sein und dann sehen wir uns im nächsten Video. Euer TechDave. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann ein Daumen hoch, liked mich, teilt mich. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, 3 Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer TechDave.